Herzlich willkommen zu FlyerThePartner.com. Tag und Nacht am Ballermann. Sind wir Wir sind Playa Olica, Malle jedes Jahr. Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Montag, der 14. Oktober 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma bei, haltet euch fest, 31 Grad. Wir haben tatsächlich nochmal über 30 Grad bekommen. Ja, damit ist es aber dann bald vorbei. Ab morgen gehen die Temperaturen wieder einen Ticken runter. Kann auch wieder Regen und Gewitter geben. Also das Wetter wird ein bisschen unbeständiger. Aber heute nochmal richtig, richtig top. Auch viele Leute am Strand. Playa ist zwar jetzt nicht ganz so voll wie im Hochsommer, aber die da sind, sind am Strand. Ja, Montag heute, noch genau 10 Tage bis zum Closing. Und wie immer montags geht es ins Bielefelder Pilzstübchen zum Knobelmontag. Wir haben jetzt 16 Uhr. Ich schaue erstmal im Latino vorbei. Von da aus geht es dann ja, ins Stübchen. Gucken, wer heute alles kommt. Der eine oder andere hatte schon angekündigt. Und dann schauen wir mal, wie es heute läuft. Letzte Woche habe ich, glaube ich, 2 Runden verloren. Das war in Ordnung. Aber die hatten eine Runde dabei. Ich glaube, der Heiko war es. Der hat mit Schock 5 verloren gegen Schock aus, Schock aus und Schock aus. Also Wahnsinn. Mal gucken, wie es heute wird. Ja, ansonsten, mal sehen, was wir sonst noch machen. Frenzy ist um 20 Uhr im Bierkönig. Deutschland spielt um 8:45. Und ja, allzu lange will ich heute nicht machen. Habe ich gestern schon gesagt. Am Ende war ich dann doch erst um 1 zu Hause. Weil heute, ja, ab 10 Uhr sollte heute bei uns dann so ein Gebäudetechniker kommen. Der ist dann um 12 gekommen. Ja, also spät ins Bett, früh aufgestanden. Deswegen geht es heute zeitig ans Bett. Ja. Ich wollte gestern echt früher ins Bett, aber das hat alles so Spaß gemacht. Erst bei mir Julia noch gewesen, dann bei Julian Sommer. Ja, und dann war auch Rumbombe nicht mehr weit entfernt. Dann sind wir auch noch da geblieben. Dann nochmal zurück ins Latino, bisschen gequatscht. Ja, und dann guckst du auf die Uhr und dann ist zappenduster. Ja, was gibt es sonst zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Playa ist soweit, ja, wie gesagt, ein bisschen ruhiger. Ich schätze mal, jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch bleibt es übersichtlich und dann ab Donnerstag kommt da wieder ein Schwung zum Wochenende hin. Und dann haben wir ja nächste Woche Closing-Woche. Die Zeit vergeht so schnell. In 14 Tagen ist so gut wie alles leer hier. Ja, gestern hat es mal richtig, richtig Spaß gemacht. Richtig, also das, boah, das ist mal richtig schön. Gut, ich würde sagen, ich mache mich weg, wünsche euch viel Spaß beim Video. Grüße gehen raus an alle. Wir laufen mal Richtung Ballermann. Wo laufen wir hin? Ballermann 6? Ja. Laufen wir mal bis zu Ballermann 6. Und dann schauen wir mal, was heute die Knobelrunde gibt bei mir.
Pues la parida. Alles gut. Hallo, eine alles Brille, Kinder. Okay. Brille. Siehst du euer Brille? Thank you. 1000 Yannick Arabe. Ach, ich habe mir überlegt, wir gehen gleich am 6er vorbei. Ich gehe jetzt direkt mal ins Latino. Brauche ich jetzt hin und her laufen. So, also gleich geht's dann weiter. So, wir haben jetzt 10 vor 5. Auf geht's Richtung Bielefelder Pilzstäbchen. Weil eben Blick in die Schinkenstraße und dann geht's mal runter zum 6er und von da aus dann ins Stübchen. So, sieht alles recht übersichtlich aus hier. Typischer Montag, kurz vorm Closing. Ja, im Megapark haben wir jetzt gleich Mischa von der Rampe. Der Bierkönig hat immer noch keinen 17 Uhr Auftritt im Moment. Das ist jetzt seit einer Woche mittlerweile.
ist um 17 Uhr ohne Auftritt. Warum, weiß ich nicht. Aber finde ich doch schon sehr merkwürdig. Also richtig viel los hier ist gerade auch nicht. Sehr, sehr übersichtlich. 2 Wochen bevor hier komplett tote Hose sein wird. Wobei der Megapark ja noch bis Halloween auflassen wird. Gary, Schock aus dem ersten. 5,51. 16,70 €. Oh, Andreas, deiner. Lässt man einfach mal 6,43 im ersten stehen und verliert gegen Schock aus dem ersten. Und sowas hier. Das geht ja nicht mit rechten Dingen zu, im Pilzstübchen. 6,51. Oh, lass drehen. Und dann eine 2. Wie viel verloren hast du auf jeden Fall? Nee, mit 2 nicht. Nicht hier unten, aber irgendwo. Oh, das ist schon doof. Schock 3. 5,51 gegen Schock 6. Andreas, erste Hälfte für dich. Wer wird hier übermütig? Andreas. Schock 6. Im zweiten. Im zweiten. Schock aus. Und Schock aus im vierten. Also, zweite Hälfte geht an dich. Jule in 1 gegen Schock. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich mache Jule im ersten und verliere gegen Schock aus. So, wir haben jetzt 19.08 Uhr, Sonnenuntergang. Sieht irgendwie wieder genauso aus wie gestern. Nicht wirklich, also, es geht so, ne? Passt zu meinem Knobelabend. Also, gerade wieder mit einer Jule verloren gegen Schock aus. Also, der zweithöchste Wurf gegen den größten Wurf. Wahnsinn. Wir stehen jetzt hier gerade am Megapark. Gar nichts los hier, also. Wo sind die ganzen Leute? Ganz schön ruhig hier gerade. Gut, also da der Sonnenuntergang so halb ausfällt, würde ich sagen, gehe ich nochmal zurück ins Bielefelder. Ich brauche noch eine Revanche. So, hier sind wir wieder am Bielefelder Pilzstübchen. Ja, alter Schwede, wir haben jetzt 20 Uhr gleich und boah, im Endeffekt habe ich doch verloren. Egal, hat Spaß gemacht. Wir stehen jetzt gerade vor dem Megapark. Ich werde jetzt hier mal den Döner neben dem Megapark probieren. Der riecht hier immer so extrem stark, wenn man da steht. Da rutscht jetzt mal mein Döner und schauen wir mal an, wie der schmeckt. Ansonsten, wenn man sieht hier, ja, kurz nach 20 Uhr, nicht allzu viel los hier auf der Straße. Und dann weiß ich immer noch nicht, was ich heute Abend mache. Also, ja, Frenzy ist es gleich, aber da werde ich jetzt nicht schaffen, wenn ich jetzt was esse. DJ Oli hat seinen letzten Auftritt heute im Münchner Kindl. DJ Oli, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er ist 72 Jahre alt. Wenn ich es irgendwie hinbekommen sollte, werde ich da hingehen. Aber genießen wir doch noch mal ein kleines bisschen. Ausblick und Ruhe auf die Playa.
Ja, Lorenz Büffel gleich noch auf der Bühne um 20.30 Uhr, schätzungsweise 45 Minuten später, so wie immer. War letztes Jahr schon so und laut Berichten dieses Jahr genauso. Teilweise echt die Verspätungen bis auf 30, 35 Minuten. So, dann schauen wir da jetzt mal, was der Döner hier kann. Wo gehen wir denn hin? Rechts, links? Gibt ja zwei Läden. Ja, gute Frage, ne? Rechts, links, oben, unten, drehen. Also man weiß es nicht. Ich schätze mal, ich gehe jetzt zum linken. So, also einmal Döner mit Chicken für 7 Euro, Dose Cola 3 Euro. Gut, gucken wir mal, wie es schmeckt. Also, so nach den ersten Bissen kann man sagen, der Döner schmeckt auf jeden Fall ganz gut. Sehr gut gefüllt, viel Salat drin. Ja, kann man erstmal machen. Ja, was mich halt meistens stört, ein Döner isst man ja normalerweise so zusammengeklappt und ohne Gabel. Ja. Ja. Aber bis das man das Ganze abgegessen hat, dauert halt ein bisschen. So, mittlerweile kann man den Döner auch ohne Gabel essen. Man muss das Brot ein bisschen zusammendrücken. Brot sieht in Ordnung aus, könnte vielleicht ein bisschen krosser sein. Aber ansonsten, ist in Ordnung. So, wir haben jetzt 20.24 Uhr. Haben wir mal den Döner reingehauen da vorne. Muss sagen, für 7 Euro, ja, ist okay. Die Dose Cola für 3 Euro ist natürlich ein bisschen überzogen. Ansonsten, ja, der Döner hat gut geschmeckt. Ist immer komisch, einen Döner mit Gabel zu essen. Ich bin lieber der Freund, ein vernünftiges Brot zu haben und dann richtig reinzubeißen in den Döner. Aber das ist hier in der Playa auf Mallorca scheinbar gang und gäbe. Vielleicht woanders auch. In Köln und da, wo ich herkomme, ist es eher nicht so. Ja, kann man essen für 7 Euro. Satt, bin ich satt. Hätte noch ein kleines bisschen mehr essen können. Ja, also Fazit, den Döner kann man essen. Mal gucken, ob ich Durchfall bekomme. Ich glaube nicht, nein. War eigentlich alles in Ordnung. War zwar viel Soße drauf, aber auch viel Fleisch. Aber wie gesagt, ein kleines bisschen, ein Ticken mehr hätte sein können. Ja, jetzt gehen wir nochmal Richtung Latino und dann gucken wir uns das Spiel Deutschland gegen Niederlande an. Und dann schauen wir mal, was noch so passiert heute Abend. Ja, wie man sieht, die Playa heute am Montagabend übersichtlich. Aber es ist nicht leer. Also für alle, die planen, fürs nächste Jahr herzukommen. Wir hatten heute super Wetter mit 31 Grad. Es ist nicht leer. Immer noch was los. Ja, Bierkönig ist gerade Frenzy.
Da gehen wir aber nicht hin, weil, was haben wir denn jetzt? Obwohl, na komm, wir gehen nochmal kurz den Bierkönig zu Frenzy. Ja gut, zu den Trommlern gehen wir jetzt nicht, die sind weiter hinten. Wir laufen jetzt schnurstracks Richtung Schingenstraße, wie gesagt, ab zu Frenzy in den Bierkönig. Das heißt, dann ist die Mallorca-Saison zu Ende. Ich bin schon echt traurig. Aber
dann wartet das geilste Event auf euch, was das Jahr noch zu geben hat. Und zwar mein eigenes Konzert. Am 29. November in Essen, im Delta. Es gibt nur noch 100 Tickets, Leute. Wer noch dabei sein will, sichert sich die Tickets. Ihr könnt hier oben den QR-Code scannen oder einfach auf Event. Oh mein Gott, ich kann schon nicht mehr sprechen. Auf Eventen euch ein Ticket sichern. Wenn die 100 Tickets wechseln, ist ausverkauft, also beeilt euch, Leute. Und wenn ihr nicht in Essen wohnt oder nicht in der Umgebung, dann macht einen Roadtrip dahin, okay? Wir müssen gucken, wenn ich das voll kriege, dann kann ich auch in irgendwie zu euch in irgendeine Stadt kommen. Aber erstmal muss Essen knallen und ich freue mich so sehr darauf. Also wenn ich den einen oder anderen von euch dort wiedersehe, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und jetzt möchte ich noch einmal, weil wir haben gesagt, wir machen zwei Songs, okay? Ihr habt die ganze Zeit ganz brav jetzt unten gestanden. Vielen Dank, ich bin halt nur so klein. Die kleinen Mädels unter uns kennen das Problem. Ich sehe euch sonst nicht. Aber es ist an der Zeit. Auf die Stühle! Auf die Stühle! Auf die Stühle! Also wer möchte, ne? Komm, komm, danke schön, Kechi. Immer für die Sicherheit zuständig. So, passt nur auf, wenn ihr auf den Stühlen steht, ne? Hals und Bein hoch, sag ich nur. Und wer unten bleibt, ihr feiert natürlich genauso wild mit. Ihr Süßen, ich bedanke mich wirklich, dass ihr heute alle hergekommen seid. Es ist einfach Mitte Oktober und es ist immer noch geil hier. Was soll ich sagen? Danke an jeden Einzelnen von euch. Und jetzt möchte ich das Auf geht's nach Walle wirklich noch einmal so hören, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann feiert noch die ganze Nacht, als gäbe es keinen Morgen mehr, okay? Alle Hände gehen nach oben und wir klatschen ein letztes Mal. So, das war's. Frenzchen Bierkönig. Auf geht's in den Latino-Fußball gucken. Deutschland gegen die Niederlande. So, auf geht's ins Latino. Fußball müsste angefangen haben seit 2 Minuten. Und dann schauen wir mal, wie Deutschland gegen die Niederlande spielt. Ja, hier links gleich im, was heißt gleich? So in einer anderthalben Stunde. DJ Uli. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das hinbekomme. Bin müde. Müde. Nicht viel geschlafen, knobeln. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt 9:30. Ich muss leider ja, nach Hause gehen. Ich bin echt komplett müde. Wo es dann gestern doch ein bisschen, ja, wo die Motivation ein bisschen höher ging, ist gerade komplett, boah, ne, keine mehr. Ich hätte euch gerne was von DJ Uli gezeigt, gleich im Münchner Kindl. Das dauert noch eine halbe Stunde, bis er da beginnt, bis er da fertig ist, dauert auch nochmal. Deswegen, jetzt geht's ab nach Hause. Keine mehr, ab ins Bett und dann sehen wir uns morgen wieder. In alter Frische zur Pleide Pamba Kompakt. Tage nach dem Ballermann. Ich bin gerade echt müde. Also, adios, buenas noches. Und tschüss. Bis morgen.